Madame Präsidentin, Herr Parteipräsident, Herr Fraktionspräsident, Herr Chamberpräsident, Herr Ehre Staatsminister, die Damen und die Herren, Leif Frömm. Ich bin der Meinung, dass wir auf einen Punkt gekommen sind, wo es Zeit geht, dass wir auf den Punkt kommen. Und dafür gebe ich gerne dafür plädieren, dass wir an der politischen Debatte, an der politischen Aktualität uns konzentrieren auf die wesentlichen Fragen, die sich unserem Land, die Leute hier im Land, dem Kontinent stellen. Ich genieße es nicht, ich lasse es auch nicht nehmen, ich werde mich auch gehen, dass über Punkte auf Flächen geschwärzt wird, die nicht essentiell sind für die Zukunftsgestaltung vom Land, mit die eigentlich geschehen, unter anderem auch für den Staatsminister mit anderen Aufgaben zu beschäftigen, wie dem, mit denen sich eigentlich zu beschäftigen hört. Und dafür würde ich sagen, dass ich darüber staune, mir weil ich der Mensch bin, dass darüber nicht mehr zu schwätzen, das würde ich dazu nicht sagen, dass Affären, die als Mainklag abhalten, wenn sie zum Aufschluss kommen sind, nicht zum Aufschluss brüst gehen. Für ein eigenes Jahr war ich dauernd am Gang, an der Chambre, auf anderen Plätzen, mich zu rechtfertigen für Affären, mit denen ich einfach nicht zu dienen hatte, aber doch Sachen waren, keine Affären. Mainklag, damit beschäftigt. Los sind ich mit der Geheimdienstaffäre beschäftigt, was eine Affäre ist. Selbstverständlich, das ist richtig. Das Parlament, Presse und Öffentlichkeit Fragen können stellen, an die Fragen noch müssen adäquat von denen beantwortet werden, die zuständig sind, für sie zu beantworten. Mit das nicht normal, dass über sonst nicht mehr am Land geschwärzt wird, wie wir Geheimdienst auf Bomben legt. Das ist nicht normal, wir haben andere Probleme hier im Land. Und ich bin der Meinung, dass es richtig ist, dass die Fragen, die an denen Zusammenhang abgeworfen gehen, beantwortet gehen. Aber ich will jetzt just sagen, an der Affäre Geheimdienst, wo die Fragen müssen beantwortet gehen, glasklar. Also es ist aber noch immer so, dass die an denen Verantwortung dreht für die Sicherheit hier im Land, nicht alles kann sagen und auch nicht alles wert sagen. Ich weiß, was ich nicht kann sagen und ich werde das auch nicht sagen. Aber wenn wir bis alles sagen, dann haben wir geschwind nicht mehr zu sagen. Wir sind nicht dafür da, ob schon nicht darf ich von der Parlamentarischen Enquetekommission respektieren, für die gegen die der Geheimdienst muss schaffen, für das Sicherheit hier im Land garantieren, dass ganz genau darüber zu informieren, wie man das machen, für das Gewürzige, was Sie schon wissen. Ihr wisst, was gegen das Land angesagt wird. Es gibt Grenzen von der Transparenz, die sind hier erreicht. Es wird probiert, eine Atmosphäre von der Daueraufregung hier im Land herbeizuführen. Daueraufregung ist das Programm für viele Leute. Unser Programm ist nicht für die Leute dort zu beruhigen, wo sie nicht brauchen, beruhigt zu gehen, mit der pausenlosen Manie, der Fanatismus für dauernd Aufregung dort zu schärfen, wo Überlegung als seriös besser wird, den muss gebracht werden. Ein Land kann nicht permanent an einem einer Daueraufregung leben, wird das Land davon aufhält, sich mit seinen eigentlichen essentiellen Aufgaben zu beschäftigen. Die essentiellen Aufgaben, die als Gestalt sind, die Herausforderungen, die für uns liegen, die liegen hauptsächlich am wirtschaftlichen, am sozialen und am finanziellen Bereich, auch wenn das nicht so spannend ist wie andere Diskussionen. Wir leben an Europa. Das wäre schon öfters drauf gewesen. Europa sticht an der Rezession. Europa kann so bald noch nicht aus dem Nichtwurstum oder aus dem Müllwurstum rauspisten, auf dem wir uns leider Gottes engagiert tun, an der Folge von einer Wirtschafts- und Finanzkrise, die an Amerika entstanden ist, und nicht an Europa. All empirische Etüden belegen, dass von einer Wirtschaftskrise am Finanzsektor aufhängt, dass die Wirtschaft dann unendlich viel mehr lang braucht, um den Pferd vom Wursten zurückzukommen. Und so war es doch ganz genau das Kehr. Für was das wir an die Krise geraten sind, das tut uns sich nicht mit den normalen Leuten zu tun. An die Krise haben sie immer geraten, weil essentiell kardinal Dürrende von der sozialen Marktwirtschaft nicht respektiert sind. Sie wollen Geld an den Platz von der Erbig getrunken, weil ein Gier weltweit geherrscht wird, die gewollt wird, dass sie soll holen und nicht gehen. Und noch kriegt, was man verdient, weil man alle gut der Ideologie von der Vereinfachung, von der vom Nichtrespekt für eine Erbig auf den Leim gegangen sind. Die neoliberalen Theorien, die liberalen Exzesse, Deregulierung und Dereglementierung ohne Born und ohne Gen, die ist gescheitert, weil das ist System war, ein Wirtschaftssystem war, dem man den Menschen und Materien Uleies nicht mehr zu dienen hat. Das ist eigentlich die Großstunde vom Retour von der christlichen Soziallehre, die nur Regeln funktioniert. Der Markt allein produziert keine Solidarität. Der Markt allein produziert Unglück. Nehmen einen enkadrierten Markt, nehmen einen Markt, den man sozialen Korrektiven versehen, das produziert Zufriedenheit an Erbe. Und eigentlich auch die Ruhe an der Gesellschaft, die ihr braucht, für können zu leben. Und dafür müssen sich auch die Hauptdurrenden von der sozialen Marktwirtschaft zurückbesinnen und auch die weltweit, und nicht nur europaweit, und nicht nur zu Lützeburg zum Durchbruch verhelfen. Der Michael hört zu Recht über den Herzpflichtskandal geschwärmt. Aber richtig ist es, wenn wir in der Landwirtschaft hängen, dass wir solche Produkte von unseren eigenen Betrieben kaufen, die retraceabel sind, wo wir wissen, wo etwas hier kommt. Das zählt aber auch für ganz viele andere Produkte. An Europa gibt es in einem unwahrscheinlichen Maß, zu Lützeburg übrigens auch, Produkte gekauft, die nicht nur soziale, marktwirtschaftliche Kriterien abgestaltet gehen. Wenn ihr ein T-Shirt für 4 Euro kriegt, glaubt man, da steckt keiner erbig dran. Und dafür sollen wir so als Konsumverhalten mal ein bisschen kritisch auch am Gewissen prüfen. Wir sind nicht da, für dass es in anderen Leuten auf der Welt schlecht geht. Wir sind da, für dass es in anderen Leuten auf der Welt besser geht. Und dafür muss die Europäische Union noch mehr. Ich will nicht so neue Grenzen aufbauen. Wir müssen aber Sozialreflexe an das Konsumverhalten Randro, weil die Lützeburger und die Europäer sollen nicht, weil sie wollen, dass sie mit billig können leben, dazu beitragen, dass auf anderen Plätzen der Welt massiv Leid auf hier und allem Kanada ausgebeut gehen. Und das ist eine essentielle Aufgabe für die Europäische Union, nicht an den Protektionismus zu verhalten, sondern aber Sozialbarrieren und Umweltbarrieren rund um unsere Länder zu bauen. Aus der Rezession kommen wir nicht allein durch sogenannten Austeritätspolitik raus. Mir irrt zur Notwendigkeit von Austeritätspolitik gekommen, als das Viertel etwas geschieht. Wann die Länder an Krise rankommen, ich schwärze von europäischen Ländern, mit Staatsfinanzen, die an Ordnung gewirkt wären, dann hätten die Länder die Reaktionsmarge gehabt, für auf die Wirtschaftskrise zu reagieren. Mir weil so viel Defizite gemacht sind, weil so viel Schulden gemacht sind, mussten nur drastische Spurprogramme zur Applikation kommen, die ich nicht alle gut, ob schon nicht der Münchner zu verantworten, nun ganz gelungen fanden. Mir wann in Griechenland eine seriöse Politik gemacht wird über die letzten 30 Jahre, wann in Griechenland gegen Korruption aktiv gekämpft wird. Wann in Griechenland die Tun auch zur Krise gebeten gewesen an den Jahren, wo andere nicht hatten, da wären wir nicht sie und nicht mehr an der Situation, wo wir sind. Defizite bekämpfen wir nicht durch neue Defizite. An öffentliche Schulden bekämpfen wir nicht dadurch, dass sie nach mehr öffentliche Schulden mischt. Das gibt eine Spirale, aus der ich nicht mehr rausbewegen kann. Und bei aller Kritik und der europäischen Politik an dem Bereich kann ich mir nur erlauben. Will ich sagen, nach also so, Bei aller Solidarität, dass man sich selber muss helfen, so weit wie es geht. An die, die all Austeritätspolitik kritisieren, haben sie auch, wenn es keine Austeritätspolitik ist, sondern einfach elementar Rigor, seriös, den zur Applikation könnt, muss sie wissen, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft am Euro sind. An die Fehler, die die anderen machen, nicht selber bekämpfen, nicht selber beheben, die müssen von den anderen Ländern bekämpft, aber häufig natürlich den Preis. Und den Preis, den sind wir am Gang zu bezahlen. Wir machen das nicht gern, wir müssen das machen. Ich bin der Meinung, dass den europäischen Entwurf immer war, den eine solidarische Dimension hat, der muss ihn sich stellen. Zur Solidarität gehört aber auch, dass nicht Südafrika machen, was die Welt an das gemeinsame Regeln hält. Und auf dem müssen wir selbstverständlich pochen. Umso mehr, wo wir hier auf einem Kontinent leben, den wir falsch abschätzen. Den europäischen Kontinent, das ist der kleinste Kontinent. Ohne Russland und ohne Türkei, als Fläche von dem europäischen Kontinent, 5,5 Millionen Quadratkilometer groß. Das ist genau den Territorium, den 2/3 von Brasilien entspricht. Das ist tauschend vom Territorium von den USA, das ist tauschend vom Territorium von den Vereinigten Staaten von Amerika. Allein Russland, das sind 70 Millionen Quadratkilometer und die leben direkt neben denen, pur 5,5 Millionen Quadratkilometer, die wir haben. Wir sind klein. Politik ist das Resultat von Geografie und von Demografie. Also ein Unding an der Welt, also ein demografisches Unding an der Welt, den hält auf. Am Anfang von 20 Jahrhundert sind noch 20% Europäer gehen. Und am Mitte von diesem Jahrhundert geht dann nach 7. Und am Ende von diesem Jahrhundert, da leben die nicht mehr alle gut, da wird man noch zu 4% Europäer. Per rapport zu einer Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen sind. Und als wirtschaftlich Gewicht, als ein Unding und der Wertschöpfung an der Welt, wird sich dramatisch nur innen verlagern. An 10, 15 Jahren, da werden China, die Amerikaner und die Europäer überholen, wird die Weltwirtschaftsfluss überlangt. Schon heute gehen 80% vom Weltfuß außerhalb von der Europäischen Union produziert. Indien wird Land, die Europäer, Land, die Amerikaner, Land, die Chinesen flitzen an den nächsten 20 Jahren. Brasilianer sitzen in Inder am Genick. Wir sind der kleinste Kontinent, wir hören demografisch auf, also ein Unding unter Wertschöpfung wird sich in der 10%-Grenze aufsenken an andere Werte. Wenn wir wollen, dass wir an der Welt nach bestehen, wenn wir wollen, dass wir an der Welt nach Zielen, wenn wir wollen, dass die Europäer mit ihrem Sozialmodell, mit ihrem Menschenbild nach weiteren Abfluss an der Welt können entfernen, dann müssen wir mehr Europa, das will so eine bessere Europa kriegen. Und dafür geht es nicht, für die Leute an Nationalkategorien zurückzudividieren. Wir sind definitiv zu klein, für als Nationalstaaten nach können an der Welt irgendetwas zu bestimmen. Auch die Deutschen, auch die Franzosen, auch die Engländer sind en fait an den Nahen von den Chinesen und von den Indern. Kein großes Land. Sie sind groß, weil sie die Europäische Union als Megafon haben, durch die sie können schwätzen. Und die ganz großen Länder, an der gibt es keine in Europa, die gucken noch die Kleinen mit viel mehr Sympathie, wie die vermeintlich groß die Kleinen gucken. Es schon immer großes Succes, wenn sie in China sind. Da kennen sie mich auch mal noch gut für heute. Wenn ich beim chinesischen Premier, mein Kamerad Wendt, schwätze viel in der Presse, dann höre ich den immer mit der Schöne und ich wende lauscht, aber das ist doch formidabel, du und ich, wir stellen hier 1/3 von der Menschheit durch. Das ist so. Und wenn man der Merkel den Herrn Wendt gibt, mit der Schöne, ich weiß nicht, ob sie so gut zu den Kommunisten als wie ich, dann an der Merkel gibt zu meinem Wendt so, sie zwei wie 1/3 von den Menschen, das gibt denen mehr Beantwortung, wie wir nicht dazu. Da sind wir nach, wo, dafür, dass der Unterschied zwischen 500.000 und 82 Millionen Gönner nicht so groß wie die 81,5 Millionen Mengen, das sind wir an den Namen von den Chinesen, jedenfalls nicht. Und dafür müssen wir mit der europäischen Konstruktion so viel führen. Nicht, wie wir das am Gang sind, weil vieles muss sich ändern. Aber wissen, dass das einzig was wir haben, für Aufschluss an der Welt zu behaupten, die Europäische Währungsunion ist. Das ist das einzig was wir haben. Das ist das einzig was zählt. Wir haben keine Armee, wir brauchen den. Wir haben keine gemeinsame Außenpolitik. Wir auch kein. Das Einzige, was wir haben, dass die Währung, mit der wir an der Welt können, optreten, und dafür dürfen wir den Tag vorbringen, und dafür müssen noch öffentliche Finanzen konsolidiert gehen, aber nicht über die Austeritätsschiene, die alle Wurstensperspektiven unmöglich macht. Ich habe über die italienischen Wahlen auch viel nachgedacht, und über andere Wahlen übrigens auch. Es geht dabei nicht nur um die Refus von Europa, es geht auch um die Auflehnung von der politischen Klasse an Italien, und es geht auch bestimmten Wahlversprechen, die gemerkt haben, und ob die Leute gelungenerweise immer im Raff haben. Der Beppe Grillo, der sagt, wenn wir 20 Stunden schaffen, das geht eigentlich durch. Den hat es also zum Programm gemacht, dass der bei der Freizeitgestaltung nicht so viel genieren darf. Und darauf gehen die Leute gerne ran, 20 Stunden schaffen. Denn den anderen Beppe, Silvio, den hat gesagt, die kriegt Steuern herum. Ja, wenn wir wollen, wenn wir wirklich wollen, eine absolute Majorität kriegen, was ich weder eins nach dem Land wünsche, muss man so drin mit Tauschen zu schaffen, dann wäre keine Steuern mehr zu bezahlen. Ich meine, Lëtzebuerg wäre mehr seriös wie andere an die Fällen, ob so sprich, nicht ran, weil die gut verstehen, dass wir unser Budget müssen an Ordnung bringen, weil den Ass aufgrund von der wirtschaftlichen Situation eben nicht mehr an Ordnung. Wirtschaftlich vorstellen, als zu Lützburg am Wanderschlaf. Wir wussten im Moment nicht. Wir müssen viel wussten, wie das wir auf dem Niveau von 2008 rumkommen. Letztes Jahr sind wir leicht gewusst, und auch dieses Jahr wird man nicht mehr leicht wussten. Aber mit dem Produkt von unserem Wursten bringen wir nicht fertig für die Konterperformance, die als öffentliche Finanzen am Gang sind, hinzulehnen, an den Griff zu kriegen, umso mehr, wo auch die Gesamtbeschäftigung, die nach an den Jahren 1991 bis 2007 um 4,2% Jahr geklommen ist, auch ob ein Anpassungs- und Entwicklungsniveau von 1% sich nur innen negativ korrigiert hat. Das heißt, die Fundamentaldaten, die öffentliche Finanzen kodeterminieren, an Termen von Steuerresetten und an Termen von Ausgabenautomatismus, die erlauben es nicht aus dem Wirtschaftswursten heraus, was wir generieren, auf den guten Weg zurückzukommen. Trotzdem müssen wir die öffentlichen Finanzen konsolidieren. Ich will halt so, und die kriegen wir nicht an dieser Legislaturperiode konsolidiert. Für sich vorzustellen, wir könnten die öffentlichen Finanzen, das sind die Finanzen vom Staat, das sind die von den Gemeinden, das sind die von der Sécurité Sociale bis 2014, 2015, an eine Null-Defizit-Zone bringen, als eine Vue, die ihr nicht kann. Hun weltwirtschaftliche Entwicklung an Europa noch erheben, eben die letzten Jahre mit durch Rezessivtendenzen gezeichnet werden, wie durch fortschrittliches, wer den hat können, vermünzen und verwerten, für die Staatsfinanzen reequilibriert zu kriegen. Wir kriegen den nicht so sehr reequilibriert. Das heißt aber nicht, dass wir Lotem sollen an die Schoß lehnen. Auch an Zeiten von gutem Wirtschaftswürsten, wo man negativ Haushaltszahlen mussten zur Kenntnis holen. Ich habe eine relativ lange Erinnerung an Budgetsgebaren und Budgetspolitik. Ich wundere mich, Heinz, du mit welchem Eifer, dass andere Parteien als auffordern, mehr zu spüren. Sowieso, also man spüren so, dass Schiedfrieden dafür ist, wir können etwas damit zu tun haben. Es wird gesagt, die Allgemeinheit soll spüren, aber es gehört kein zur Allgemeinheit. Die Allgemeinheit soll spüren, aber kein gehört dazu. So wäre es früher, so als es heute. Wir haben, weil die Demokratische Partei immer sieht, der Luc Frieden hat Finanzen nicht am Griff, weil der Luc Frieden selber sieht, aber probiert, sein Erbisch gut zu machen, dass ich uns heute nicht teile, weil ich an Amerika geschickt habe, für die Betriebe, dafür, dass sie so da bleiben. Das ist ein Donnerstagabend Gefühl, und das haut sich um eng herum. 17 Stunden hin, 17 Stunden herum, 10 Stunden auf der Platz. Das ist der Pläsier für Minister, zu sich verstehen. Das ist der Pläsier. Da geht es darum, Betriebe, die wir haben, heiz zu behalten. Weil Wirtschaftspolitik ist nicht nur Neubetriebe und Landsbetriebe, sondern ist auch Konditionen zu schärfen, dass die heiß sind, auch heiß bleiben. Wir haben die letzte Regierung mit der liberalen Partei. Da haben wir auch Budgetsdefizite. von denen gelungenerweise käme schwätzt. Dafür will ich mal denken, davon schwätzen, weil die Demokratische Partei, der muss ihnen immer helfen, dass sie an ihrem Poesiealbum die Seiten rumfinden, die sie besonders hergeholt von Molen 2004. Das war das letzte Jahr, wo als Liberalkollegen an der Regierung waren. Da haben wir ein gesamtstaatliches Defizit von 1,2%. An den 10 Jahren, wo man die Sozialisten hatten, wir noch nie ein gesamtstaatliches Defizit von 1,2%. Wir kriegen ewig, macht ich nicht zu dienen. Eine total veränderte gesamtwirtschaftliche Bedingungen. Auch das Budget vom Zentralstaat, den 0,3% am Jahr 2011 war, die war an anderen Jahren deutlich mehr hoch, am Jahr 2004 2,6%, am Jahr 2003 1,3%. Das heißt, wenn ihr meint, es müssen die Liberalen Parteiträger an die Regierung bringen, für das Staatsfinanzen mehr gesund gehen, da soll ein Fanger davon losen, weil Zölle weisen, dass auch wenn die Liberalen an der Regierung sind, Budgetzuhören durchaus nicht so sind, wie sie theoretisch klingen, wenn sie an Aussicht stellen, dass sie im Giffen einkehr an die Regierungsverantwortung zurückkommen. Wir wollen aber am Budget 2014, nachdem wir das 13 an 12 schon gemacht haben, am Spurerfolg fuhren, aber nicht an einem Rhythmus, dass die Wursten, für die Teile von Wursten, für die wir zuständig sind, definitiv gebracht gibt. Könnt also ein Policy-Mix, eine gut zibliert Ausgabenreduktion in Kombination mit Redressement von einzelnen Rezepten und für die Tendenz zu brechen, die wir haben. Wir müssen weisen können, wie man in ein paar Jahren an der Werte im Rhythmus auf equilibrierte Staatsfinanzen zurückkommen, kontinu von der internationalen wirtschaftlichen Situation, auch kontinu auch von den Wurstungskräften, die wir hier am Land nach können mobilisieren. Jedenfalls sind ich nicht der Meinung, dass in Staatsfinanzen am Hauruckverfahren soll konsolidieren. Sie sind aber auch dagegen, dass in aus den Schwierigkeiten, die südeuropäische Wirtschaftsreim haben, Schwierigkeiten, die darauf zurückzuführen sind, dass zu sehr gespürt wird, Konklusion sind, wir könnten das Zeithüllen mit das im eigenen Spuren. Kann ich nicht mehr, dass man nicht vergleichen, das vergleichbar ist. Und dafür muss man unseren eigenen Weg und unseren eigenen Rhythmus fahren. Affären, die Kräfte, die wir am Land tun, zu redynamisieren, muss man die Prioritäten, die wir hatten, frisch beleben und als neue Prioritäten gehen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass anständig Infrastrukturen hier am Land bestehen bleiben. Und dafür muss das Investitionsbudget, den wir haben, auf dem Niveau bleiben, auf dem man leidet. Den ist nur alle Regeln eigentlich zu hoch, weil wir den höchsten Investitionsbudget an der Europäischen Union haben. Den ist aber richtig artikuliert, weil den hohen Investitionsniveau also erlaubt, Voraussetzungen zu schaffen für zukünftig Wurzeln hier am Land. Wurzeln hier am Land, das ist eine Sache, die alle Sektoren etwas umgeht. Ich bin durchaus der Meinung, dass man, ähnlich wie der Parteipräsident das gesagt hat, dem Mittelstand, dem Kommerz, dem Tourismus, all den Sektoren, die mit klein daherkommen, aber wichtig sind, weil sie breit abgestaltet sind, müssen mehr Aufmerksamkeit zubringen. Und dafür müssen wir auch als Attitüde den kleinen Betrieben und den kleinen Patronen, die wir ändern. Ich mische mich da nervös, wenn der Bäcker von der Kerb so behandelt wird, wie wenn ein Metall gefälscht wird. Das ist kein Metall. Die kleinen Betriebe sind seriös Leute, die Kleinpatronen sind engagiert Leute, die schaffen Arbeitsplätze, die bringen das Land führen und dafür soll man eigentlich ein Pro-Mittelstandsgespräch feiern, anstatt ein Antikapitalismusgespräch zu zelebrieren, was mit dem Mittelstand überhaupt nicht zu tun hat. Ich bin froh, dass wir viele dichte Kleinpatronen hier am Land und die das Land führen bringen. Dasselbe zählt für Bauern, die eine besonders geduldige Kategorie von unserer Bevölkerung aus. Wenn es anderen hier im Land gibt, so nicht gut gehen, wie den Bauern Berg schlecht geht, dann hat man viel mehr Betrieb an unseren Straßen. Auch Bauern wünschen, dass sie Leute, die sich extrem viel drücken, und dafür ist ein Appell vom Parteipräsidenten, für mal lokal zu denken, wenn ihr konsumiert, ein Appell, den ich nicht mehr kann unterstützen. Aber selbstverständlich muss man uns mit den Hauptsektoren, die wir in unserer Ökonomie haben, mehr intensiv nach aufgehen, auch gerade was Finanzplatz anbelangt. Ja, ich weiß, wir hängen an einem unwahrscheinlichen Maß von der Finanzplatz auf, aber das ist kein gutes Gefühl. Ja, ich weiß, immer wenn wir neue Aktivitäten auf den Finanzplatz bringen, machen wir uns noch mehr aufhängig von der Finanzplatz. Das heißt, umso mehr attraktiv, umso mehr kompetitiv man gehen, umso mehr aufhängig machen wir uns von einem Sektor von der Ökonomie, nämlich vom Finanzsektor. Das ist aber keine Ursache für nicht an innovative Finanzbereiche heranzustoßen, weil es muss ihn einfach gesehen, am Moment, dass er blank wird, mit geht natürlich auch viel blanker, dass wir auch Teile vom Finanzsektor in den nächsten Jahren werden verlieren. Ich will also sagen, die Zukunft von der Finanzplatz Lëtzebuerg, ob der Herr vom Bankgeheimnis absetzen, so wie der Bankgeheimnis haut aus, die machen so beschweren weh. Das Bankgeheimnis wird verschwunden. Aber wir können den Finanzplatz nicht mehr auf die Zucht, nicht Kompetenz aufbauen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und außerdem muss man wissen, so wie das Leben ist, und so wie die Länder ohne sich zu gleichen immer mehr nur bei Nährregeln, dass er nicht kann, auf Kosten von seinen nordischen Ländern leben, dadurch, dass sie Klientel unzieht, die keine Steuern an ihrem Land bezahlen. Das ist eine Politik, die kann ich nicht haben. Und ich bin froh darüber, dass Banken, viele Banken, Löser an immer mehr sehr Aufstand haben von der Zucht von Klientel, sodass den Anpassungsprozess sich da auch wird so machen, wie ich mir vorstellen, dass ich muss machen, mit der Nervt. Gerade weil das so geht, brauchen innovativ Produkte auf der Finanzplatz, die nicht so kompliziert strukturiert sind, dass sie nicht mehr dadurch blickt, du hast den Finanzminister am Gang, an seiner Qualität als zuständiger Minister für den Finanzplatz wesentlich erfahren zu machen. Und an der Industrie, wo wir Dezentralisierung observieren, muss ich noch aufpassen, dass sie sich nicht von negativen Abflüssen zu viel determinieren lässt. An einem Land, wo die Services so zahlen, nicht einmal die Finanzservices wie zuletzt, ist es relativ normal, dass proportional betrügt und Unteil von der Industrie und PIB sich aufsenkt. Trotzdem müssen wir eine wesentlich mehr stark industrieorientierte dann als Kollektivgebaren rackeln. Im Moment sind wir am Gang und einer Verschlankung an einer Beschleunigung von den Autorisationswegen zu schaffen. Und das ist ein schwierig Erbig, muss ich feststellen, weil auch die einzelnen Organisationen vom Patronat eigentlich nicht immer alle gut an dieselbe Richtung ticken, an denen auch immer muss den Unterschied machen, was für die Allgemeinheit notwendig ist, also was für Einzelbetriebe gut wird. Ich meine, wir haben in den nächsten Wochen da Propositionen, aber wenn wir das nicht fertig bringen, dass wir im Weltmeister an den kurzen Weg gehen, anstatt als an dreifache Marathonstrecken zu verlieren, da packen wir das nicht. Es muss zuletzt so gehen, dass den etwas Willes hat für sich selber, an den dadurch, dass er etwas für sich selber möchte, andere davon profitieren lässt, dass den investieren will, auch investieren kann. Und da muss man die ganze Gesetzgebung kritisch durchgucken, für das wir die Beschleunigung hinkriegen. Wir gehen die schrecklichsten Sachen, und es gibt Betriebe, die 10, 12 Jahre nicht fertig bringen, nicht ihren Betrieb auf einem anderen Terrain auszubauen, ob das dann immer so ist, das ist auch nicht immer so, wie es gesagt wird. Wir müssen aber jedenfalls eine massive Beschleunigung, eine Accelerierung an als Genehmigungsprozeduren kriegen. Und ich will sagen, wir haben uns ja stark gemacht, nur die letzten Wahlen, für mal die richtigen Kompetenzen in eine Hand zu kriegen. Dafür haben wir den Bauminister, den Tourismus, den Transportminister, den Minister vom Aménagement du Territoire, den vom Inter und den von der Umwelt probiert, an CSV Hand zu kriegen. Und die schaffen gut. Wir müssen die nächste Krähe gemoos, ob wir es auf Herdesprüche tun, durch die Ämter zusammenlegen, auch wirklich etwas hier im Land zu bewegen. Und es kann nicht so sein, dass hier nur gesagt wird, es ist noch gut gemacht, wir tun es nicht geändert. Es muss sich etwas ändern an den Bereichen, für das wir Führung kommen. Und wir müssen beweisen, dass wir das auch können. Dasselbe zählt von noch an einem anderen Zusammenhang für die Neubereiche, die wir wollen urbar machen, fruchtbar machen. Für die Lëtzebuerger Wirtschaftspolitik, das ist der Bereich von neben der Finanzplatz, von der Logistik, das ist der Bereich von Innovation, auch von Kommunikation, das ist der Bereich von Kommerz, das ist der Bereich von der Gesundheitsindustrie, das ist der Bereich von der Recherche, von der Uni, wo der Franz exzellent arbeitet. Möchte alle gut die Impulsgebungen muss man in die Richtung bringen, für das Tor wirklich ein Wurstensfeld sich abmischt, für das wir dort können führen kommen. Alles, was mit Internet zu tun hat, ist wichtig. Alles, was mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten zu tun hat, ist wichtig. Mittlerweile natürlich auch, wie ich fand, Verirrungsgefahren dort dran. Ich weiß nicht, ob die regelmäßig die Online-Dienste konsultiert, die einzelne Lützeburg Presseorganen an andere anbieten. Das ist nicht normal, dass anonymer, man Piffers über andere Leute hier fallen, ohne dass etwas kann geschehen. Lesen mal Einzeleinlassungen auf denen im Internet sitzen. Den Internet an seinen Möglichkeiten, Facebook an seinen Möglichkeiten, Twitter an seinen Möglichkeiten, dürfen nicht gebraucht werden, für zu Instrumente für neue Verrohung an unserer Gesellschaft zu führen. So wie man überhaupt fand ich, mir das wahrscheinlich, weil ich einfach aufhängen, allmodisch zu gehen. Ich muss da Mord schreiben, allmodisch. Es fanden, Sachen stören mich. Ich habe gelesen, dass der Edukationsminister sich an der Ackerbauschule zu Ertelbreck d'accord war, dass ihn von der Schule verwiesen genoss, weil er Droge geholt hat. Logisch hat geschrieben, die Frau hat gefangen, Spitze gefehlt. Die Regierung versteht die jungen Leute nicht mehr. Aber ich will das überhaupt nicht verstehen. Als Schule sind nicht doof, für das du drogiert wird. Als Schule sind doof, für das du gelehrt wird. Aber wenn wir bei der Schule sind, selbstverständlich als Beschäftigungspolitik ein wesentlich Urleis von all politischem Denken und von all politischem Handeln. Und an der Beschäftigungspolitik, da müssen wir, besonders weil die Jung nicht beschäftigt, unbelangt, zu intensiverem als Bekümmern um die Leute kommen. Ich falle mich nicht damit auf, dass Lützburg entretant der Kategorie von den Ländern, die die höchste Jugendarbeitslosigkeit haben, löserlos und spitz von der Bewegung direkt. Je weiter von der Wäsche, die 54% Jungarbeitsloser, die Griechenland und Spanien haben, zu akkumulieren. Wir haben aber mit 15% Jugendarbeitslosigkeit ein Niveau erreicht, den wir früher nie erreicht haben. Und dafür muss eine Reihe von Initiativen entwickeln. Da möchte die Regierung auch, wir müssen aber auch gucken, dass wir Führung kommen. Dann wird, ob Schwierigkeiten im Arbeitsmarkt, du kannst nicht an einer radikalen Überprüfung von unserem Arbeitsrecht bestehen. Dann wird kann nicht an einer einseitigen Lohnreduktion von den Beschäftigten verstehen. Mit das man also einfach müssen mit den Themen auseinandersetzen, das ist evident. Und ich schon nachher auch im Zusammenhang mit der Jugendarbeitslosigkeit, das ist natürlich an einem Moment, wo die Wirtschaft nicht gut dreht, an einem Moment, wo die Arbeitslosigkeit zahlt, an einem Moment, wo wir über 300 Millionen Euro mehr für Arbeitslosigkeit ausgehen. Das heißt, für nicht zu schaffen ausgehen, wie nach 4 und 3 Jahren, müssen die Leute, die keine Arbeit tun, auch bereit sind, Grosserfahrungen zu machen. Ich weiß, das geht immer am Mund umgedreht, da geht in Dürrgestalt für einen, der kein Sozialherz hört mich, muss aber so. An einem Moment, wo wir 22.000 Arbeitslose zugehen. An einem Moment, wo aber noch viele Arbeitsplätze in einem Land geschafft gehen, die meisten zwar leider beim Staat, aber auch noch viel an der Privatwirtschaft, müssen die Leute, die keine Arbeit tun, berät sind, die Arbeit tun zu wollen, die frei aus für Besatz gehen. Das geht einfach nicht ernst. Will ich so, wir machen keine Politik gegen die Arbeitslos. Das geht einem immer an der Stall, wenn ihr seht, muss man sich selber aktivieren in Richtung Arbeitsmarkt. Wir wollen mal so, Leute sollen sich mehr gehen für die Arbeiten unzuhören, die da sind. Dann machen wir ja das nicht für sie zu quälen, dann machen wir für das zu helfen. Noch von einem Arbeiten unhält, die nicht dem entspricht, was die gerne hat, und noch nicht dem entspricht, was die gelehrt hat, trägt dazu bei, dass er sich qualifiziert für zukünftig Arbeiten, die Arbeitsmarkt freigehen, und dafür muss in eine Beschäftigung kommen. Die besten Therapie gegen Arbeitslosigkeit als Erbisch. Daheim sitzen und nichts machen, immer gut, jung, nie geschafft, bis 30 Jahre, das geht nicht am Leben. Und dafür muss ich gleich probieren, so sehr wie möglich auf Erbisch zu bringen. Und dafür müssen wir also auch, ohne dass ich am DF gesagt habe, die Marktpolitik gegen die Armen. Über das Thema sich unterhalten können, ruhig, wie dann die Lohndifferenz, die Einkommensdifferenz zwischen einem Staat mit zwei Kindern, wo keiner schafft, wo den RMG bezogen geht, sie fährt den RMG, an den Mindestlohnbezüger mit zwei Kindern, die schaffen geht. Es muss aber noch so sein. Und das hat nicht mit unsozialem Denken zu tun, wir mit richtigem sozialen Denken, dass den, der schaffen geht, deutlich mehr verdient, wie den, der nicht schaffen geht. Und da müssen wir dafür suchen, weil das ja Leute sind, die Schwierigkeiten am Leben härten an Hunden, wie die diese härten an Hunden, dass wir den Leuten, die am RMG sind, an RMG-Bezeiger sind, helfen, aus der Situation herauszukommen. Mindestabkommens, also nicht geschärft gehen, für das sie am Mindestabkommen soll sitzen bleiben, Mindestabkommens, also 1986 geschärft gehen, für das Löserlös, die Leute, die weil eben arm, weil keine Revenue nun sich aus der Situation könnten rausbewegen. Dafür sind ich auch immer der Meinung gewesen, dass er zu regelmäßigen Anpassungen von Mindestlohn soll kommen, weil ich eben gern hätte, dass der Staat beweist, dass Erbisch sich lohnen muss. Und dafür muss er zu regelmäßigen Adaptationen von Mindestlohn kommen. Aber gleichzeitig, das war eine Frage, die als Männer betrifft wie andere, auch für soziale Fairness an der Gesellschaft sorgen. Mir möchte das nicht nur Sorgen, die Aufsatzbewegung vom sozialen Konsens, den an Spuren in Griechenland verständlicherweise observiert. Auch hier am Land besteht ein großes Bedürfnis nach sozialer Fairness bei der Art und Weise, wie wir die Krise bekämpfen. Und auch hier am Land schwappen die Debatten aus anderen Ländern herüber, und beeinflussen die Atmosphäre und Befindlichkeit von diesem Land. Das ist den Leuten nicht zu erklären. Wenn sie müssen wir losmachen, wenn Paiemanner sie ja wussten, dass dann an der Industrie, besonders an der Finanzindustrie, mit den Millionen einfach nicht so rundherum sich geworfen wird. Ich kenne die Leute, bald alle gut, die da viel verdienen. Ackermänner und so. Ich meine, ich hatte das schon erzählt, sie denken, europäische Banker von mir gehen. Das war die Zeit, wo die Verzweiflung besonders groß war, weil es keine anderen Banker mehr fand, uns alle nicht Banker geholt, für europäische Banker von mir zu gehen. Und das Jahr dann noch aus dem Ackermann da drin ging, weil da waren sie ins Haus gekommen. Und uns am Flieger geguckt, was die verdienen. Und mein ganz laut Ärzte haben schon um den Satz gebaut, dass sie in einem Jahr so viel verdienen, wie ich an Inga Feils für, wenn der Staatsminister zu Lützebüsch wir und ich fanden, heben wir das Problem, und nicht ich wir das Problem. Das muss aufhören. Die Leute müssen verstehen, dass das einfach nicht mehr geht. Schaut an Deutschland gefeiert, mir ist das egal, was die Deutschen feiern. Nur feiern sie dort, dass in der Winter kommt, den ich finde, zu Dresden beginnt, um einen gemeinsamen Orden durchkriegt. So zunächst mal durch. Nur kriegt nicht mehr 90 Millionen Euro, kriegt den Namen davon, das ist 40 Millionen Euro. Und da sieht alle Menschen all Respekt. Ja, das hat breite Wirkung an der europäischen Befindlichkeit, die ihr nicht soll unterstützen. Und da bringe ich auf ein anderes Thema, nämlich den Index. Wir haben ja die Indexierung von den Lehnergehältern erhalten können. Gegen großen Widerstand in Europa, die in den nächsten 2 Monaten werden wir bei sich ranberichten. Ich will hier sagen, bei allem Ersatz für Indexierung, für regelmäßig Ausgleiche für Kaufkraft verlost da, das ich gern hätte, wie der Parteipräsident doch, aber wie viele Leute an der Partei, dass man an diesem Wahlprogramm ganz klare Positionen zum Index beziehen. Und aus Gründen von der Gerechtigkeit, und aus Gründen von der sozialen Fairness. Hör nicht drauf, dass als Partei an dem nächsten Wahlprogramm schreibt, dass wir an den nächsten 3-4 Jahren, solange wie die Krise unhält, den Index wollen deckeln. Ich will nicht mehr, dass das so viel geht. Das ist nicht nur so, dass es Leute gibt, wenn ein Indextranche fällt, die 7 oder 8 Mal mehr beikriegen wie die Mindestlohn. Es ist so, dass es Leute gibt, die 30, 40 Mal mehr beikriegen. Und die brauchen es nicht. Und dafür sollen wir die Indexierung auf ein bestimmtes Niveau abfrieren, die jeder kriegt von den Driverleuten, und mit den Geldern, die Betriebe hier an den Staat spuren, eine aktive Arbeitsmarktpolitik für die Jungen machen. Nicht einfach die Leute zu den Wäschern. Wir probieren, den Kanal zu bauen zwischen Lohnverzicht durch eine gedeckelte Indexerrichtung aktiv Arbeitsmarktpolitik. Das ist ein intelligenter Weg, wie man ein Instrument umzugehen, was so mehr Ungerechtigkeiten schärft, wie ihr da lest. Allkehr, wenn ein Indexrange aufhält, hält die statistische Armut zu Lützeburg zu. Und dafür muss man einen gesunden Menschenverstand, einen sozialen Fairness im Trick an als Kollektiv Beholungserderweis bringen. Wir wollen ja dem Land das war ja im Zusammenhang von der Indexierung gesucht, dass wir klare Positionen müssen hören. Das zählt aber auch für die öffentliche Finanzen. Wir haben den letzten Wahlprogramm, den Marc heute noch erinnert, in allgemeine Finanzierungsvorbehalt vorgeschrieben. Ich meine, das sollen wir den nächsten Jahr nicht mehr machen. Wir sollen als Partei, das wir meine Proposition eins gehen, dass alle Partei die Proposition an ihrem Wahlprogramm möchte, die mehr Suche kosten, gleichzeitig an ihrem Wahlprogramm muss weisen, wie die Suchen da können abbrechen können, respektive wo muss gespürt werden, dass die Suchen können abbrechen können. Wenn wir mal ein bisschen fertig springen, wir als Partei sollen das jedenfalls merken. Überall da, wo man supplementäre Ausgaben planen, auch zu weisen, wo man andere Kürzungen führen, da gibt man vielleicht mal eine Raisonabilität an den Wahlkampf kriegen, die ganz gut wird. Zeiten sind nicht so, dass es egal Wert kann versprechen. Aber wenn man etwas verspricht, muss ich weisen, wen es möchte, und wen es will finanzieren, muss ich die Leute seriös holen. Wir wollen sie die nächste Jahr deutlich seriös holen, haben wir noch immer gemerkt, an die anderen Parteien zwingen, das auch zu machen. Das ist das übrigens, wenn ich den edlen Wettbewerb von den Ideen nennen. So, was ihr möchtet, so, was ihr nicht möchtet, so, was ihr wollt mehr machen, so, was ihr nicht mehr wollt machen. Das bringt uns zu einem politischen Diskurs, der wesentlich mehr kredibel ist, wie das, was an der letzten Zeit hier im Land angeboten ging. Wir kommen als Partei nicht allein, ein klarer Spruch zu schwätzen. Und wir wollen das allein machen, wir wollen das nicht recht am Wahlprogramm machen. Da fühle ich vom Bankgeheimnis geschwärzt, von anderen Vorgängen, die wichtig sind, für nicht vom Radar zu verschwanden. Aber wir merken, das müssen wir gemerkt haben. Ich staune über meinen neuen Wirtschaftsminister, den Etienne Schneider, weil der gute Freund da ist, ein dichter Mann. Den, erstens so die Theorie, die den zweimal Minister sind, 10 Jahre, das ist schon 20 Jahre besser. Weil sie die ersten 5 Jahre kann ich nicht machen, weil muss ich ja gewählt werden, und die zweiten 5 Jahre kann ich nicht mehr verbrauchen, nicht gewählt werden. Das ist eine Politikopfassung, die ich nicht ganz gut verstehe. Ich bin immer gerne gewählt, weil ich etwas gemacht habe, nicht weil ich nichts gemacht habe. Und für die Wahlen ist es so, dass ich bis die letzten Tag regieren, gerade an Wahlzeiten. Wahlen sind ja keine Katastrophe an der Demokratie. Das ist der normale Vorgang an der Demokratie. Gerade da muss ich weisen, dass ich regieren kann. Und da wird auch gesagt, von vielen Berufsverbänden, auch vom Herrn Schneider, bis zu den Wahlen geschieht sowieso nicht, weil traut keins mehr bis zum März und so eins an Radios und an Televisionskommentaren. So was es nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen alle die Sachen, die wir zu machen haben, entweder nicht aus der Hand zu lassen und dann neu an die Hand zu holen. Das ist kein Pause bei der Konsolidierung von den Staatsfinanzen möglich. Das ist kein Pause möglich beim Ausbau von der Wirtschaftsinfrastruktur zuletzt. Wir können keine Pause machen bei der Bekämpfung von der Arbeitslosigkeit. Alle gut, die Frohen, die zu klären sind, die müssen nur definitiv geklärt gehen oder jedenfalls an den Klärungsprozess angefordert gehen. Und das betrifft auch, wie der Michael zu Recht gesagt hat, Bildungspolitik. Für zu mengen, Lëtzebuerg wie eng Wagenburg. Und an der Wagenburg gibt es Lützeburger Schule leihen, aber was rundherum geschehen, das gibt keiner, das braucht keins interessieren, das ist ein schwerer Fehler. Wir sind nicht schuldig, den jungen Leuten, die Ruhwurst, an denen, die noch nicht geboren sind. Eine Schullandschaft zu bieten, die es möglich macht, dass sie alle Chancen am Leben behalten. Und dafür lehne ich großen Wert bei aller Nuancierung, die ihr kann gesehen, ob sehr Regierungsfiguren sagen, Bildungsreform, Strukturreformen gibt verlangt, Strukturreformen gibt proposiert, allkehr was Strukturreformen proposiert, gehen sie aufgelehnt. Wir müssen eine Reihe von Reformen machen, für das wir das Land optimal in Zukunft vorbereiten. Und das darf man nicht mit verdrisslicher Miene machen. Ich weiß, dass Zeiten schwer sind, aber für viele Leute ganz schwer, für andere noch immer leicht. Wir müssen einen Diskurs von Responsabilität haben. Wir müssen aber auch den Leuten nicht eine stupide Hoffnung machen. Wir aber weisen, dass wir die Situation am Griff haben und dass es etwas für die sichere Weg gibt, weil denen heißt, dass sie entweichen richtig stellt, die wird in Zukunft zu führen. Also nehmen, wenn wir selber das Vertrauen ausstrahlen, nehmen, wenn wir uns selber für Politik begeistern, können wir auch die anderen Leute begeistern. Das ist kein Unehr, Politik zu machen, weil das ist auch kein Unehr, gewählt zu gehen. Ich fand es nicht gut, dass hier am Land, nicht nur hier am Land, aber hier am Land so ein Mut besteht, für Politiker eigentlich wie die Läschen direkt zu behandeln. Versteht ihr? Ich habe einen dicken Pelz. Ich habe so einen dicken Pelz, dass ich nicht weiß, ob ich noch eine Haut drin habe. Aber ich drohe nicht einfach schlecht. Dass es eine Stimmung geschärft wird, wie wenn alle gut die Leute, die Politik machen, egal auf welchem Niveau, korrupt wären. Wir wollen sie alle gut just geben und sich selber denken. Wir wollen sie immer nicht mehr wollten an ihr eigenen Tisch schaffen. Das sind einfach so dem Volk quasi zum Fraß vorgehalten. Wir wollen wirklich den letzten Dreck für. Irgendwann muss das auch abhalten. Wenn als Land gern hat, dass eine anständige Leute sich für Politik interessieren und sich für Politik engagieren, dann muss ich abhalten, Politiker wie den letzten Dreck zu behandeln. Ich akzeptiere das jedenfalls nicht. Wir wollen noch ein gutes Jahr für uns immer die nächste Kehr wählen gehen. Die Wahlen, die treiben mich nicht um und noch viel Arbeit zu machen. Ich observiere aber schon eigentlich so etwas wie den totalen Ersatz von all den anderen gegen CSV. Das haben wir auch für die letzten Wahlen erlebt, wo alle die uns nicht gestimmt haben, beleidigt werden, dass wir die Wahlen gewonnen und von der Beleidigung als Troserei übrig geblieben und das wird nur instrumentalisiert für die nächsten Wahlen. Ich habe bei den Sozialisten im Kongress hören, sie müssen nicht an der Regierung sein. Das kann ihnen so gesehen. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Wir sind kein Putschisten. Wir gehen gewählt. Wir gehen nicht an die Regierung für den CSV-Staat zu erhalten. Ich hätte gerne erklärt, was das wir, weil ich schon viele gleiche Beispiele für zu weisen, dass das nicht so ist. Wir gehen an die Wahlen, wir wollen die Wahlen gewonnen, dann wir kommen an die Regierung, wir kommen nicht an die Regierung. Als Land geht nicht immer, wenn es HSV eine andere Opposition ist. Bald, wir nicht immer. Weil wir nach 5 Jahren sind wir immer im Do. Wir sollen nicht drauf kommen lassen. Und dafür müssen wir uns mit vollem Ersatz und mit voller Begeisterung an die nächsten Wahlen kämpfen. Dem totalen Ersatz von all den anderen gegen das muss man den totalen Ersatz von der CSV für das Land entgegensetzen. Um den Ersatz geht es. Es geht nicht gegen die Partei, es geht für ihr Land. Und ich halte es als am besten vorbereitet, für dem Land weiter Dingster zu leisten. Mit Fried. Mit Fried. Und Ich will just, weil ich auch da so Sachen lesen, die mir nicht immer gut gefallen, mit der lesen ich viel, für zu mengen an meinem eigenen Alter. Könnt ihr nicht mehr, ja? Weil ich so, ich kann noch ganz gut. Ich kann noch ganz gut, und ich bin noch gut nicht mit. Aber wir können noch zur Summe ganz gut. Wir sind nur da, wenn wir nächstes Jahr 100 Jahre feiern werden als Partei. Roden ist übrigens nicht so viel zu feiern, weil 1974 haben wir auch gefeiert, dass wir 60 Jahre alt geworden. Nächstes Jahr sind wir ein Remmer mit, also Scheißmond für CSV. Also bescheiden feiern wir, dass wir noch an den Juni kommen nächstes Jahr. Und wir, auch von den Erfahrungen, auch von den Gewissenen, dass in einem Land, in Europa, fertig bringt, muss ich mit Bescheidenheit auftreten, das müssen wir machen. Wir stehen an einer langen Reihe von all denen, die für uns da waren. Und die Michael heute für das Jahr, für den Tag von gestern erinnert hat. Wenn wir uns immer den hier Beispiele für uns anhören, die wir kannten, die heim waren, dagshei waren, immer heim waren, mit denen wir gelernt haben, mit denen wir gestritten haben. Wenn wir uns die lange Korte für uns ein Gästchen an, auflaufen lassen und wissen, dass wir uns noch an die erinnern, für die hier das Leben lang geschafft haben, für das die Zukunft von diesem Land kann gehen. Da fallen wir zu der Begeisterung zurück, die wir brauchen, für in unserem Land und in Europa Politik zu machen. Nicht mehr, wenn wir von uns selber überzeugt sind, können wir die anderen überzeugen. Nicht mehr, wenn wir von uns selber begeistert sind, können wir die anderen begeistern. Und nicht mehr, wenn wir uns das Größte und das Nobelt und das Schönt an der Politik leben, statt immer nehmen, über das zu schwätzen, was schlecht ist, was nicht geht, was nicht gut ist. Nicht mehr, wenn wir so an die nächste Auseinandersetzung gehen. Das ganze Jahr und auch bei dem Wahlkampf, die können, da bleiben wir an einer Situation, dass wir als Land können regieren. Es ist jedenfalls Lust, für das nach langen Jahren zu machen. Es ist nicht mehr so viel geduld.